Ich erforsche, wie private Haushalte entscheiden, wie viel sie sparen, wie viel sie konsumieren und wie viel sie arbeiten. Also die wichtigsten ökonomischen Entscheidungen über den Lebenszyklus hinweg treffen. Ein anderer Teil meiner Forschung befasst sich mit endogenen Präferenzen. Also hier geht es darum, ob die Präferenzen von Menschen bezüglich dem ökonomischen System angeboren sind oder ob sie vom Leben unter einem gewissen ökonomischen System beeinflusst werden. Ich benutze in meiner Forschung natürliche Experimente. Also anders als Naturwissenschaftler können Sozialwissenschaftler ja in der Regel nicht auf Experimente zurückgreifen. Und die deutsche Teilung und Wiedervereinigung ist ein solches natürliches Experiment. Im Bereich der Arbeitsmärkte gibt es sehr viele gesellschaftliche Umbrüche, die für die Forschung interessant sind. Mich interessiert insbesondere, warum wir immer noch große Unterschiede sehen im Arbeitsmarktverhalten und Arbeitsmarkterfolg von Männern und Frauen und welches die Gründe dafür sind.